Ja, eigentlich bedeutet die Leichtathletik für mich alles. Zuerst, also das Wichtigste, macht es mir Spaß und es ist auch also ein Teil Arbeit, es ist ein großes Teil meines Lebens. Also eigentlich trainiere ich, ich würde sagen, 8 bis 12 Mal in der Woche. Es gibt schon viele Trainings und nicht alle sind perfekt. Ja, die Physiotherapie ist ganz wichtig für mich, weil ich hatte vor 2 Jahren, in 2020, eine Stressreaktion im Fuß. Ja, wir haben gemerkt, dass in meine 2 Füße die Stabilität und auch die Kraft waren ein bisschen unterschiedlich. Für mich ist ganz wichtig, also mindestens einmal in der Woche entweder Physio oder Massage oder etwas also in diesem Bereich zu haben. Und also ich merke gerade in Perioden, wo ich also ein bisschen also Stress bin oder nicht so viel Zeit habe, dann mache ich das weniger. Und ich merke jetzt gerade im Training, also dann habe ich immer so ein bisschen Schmerzen und es geht nicht so gut. Ich kenne Jocelyn seit 3 Jahren schon. Sie ist seit 3 Jahren schon bei mir unter Behandlung für verschiedene Probleme. Ja, sie ist eine Spitzathletin und kommt immer wieder mit etwas Neues. Wir arbeiten Verschiedenes zusammen. Wir machen auch mal Kraftübungen. Wir versuchen ihre Leistung zu verbessern und auch zum Teil mobilisieren, massieren und schauen, dass sie nachher am nächsten Tag wieder fit und gut trainieren kann. Wir bieten an, dass wir auch eine Standardbestimmung machen, sowie Sprungmessplatten zum Beispiel, was wir heute auch gemacht haben, Krafttestungen oder Laktatstufentestungen, um zu schauen, okay, wie fit ist der Sportler eigentlich, dass wir ja wissen, wo steht die Person steht. Und von dem aus können wir dann weiter aufbauen. Jetzt sind wir heute bei MedBase. Warum hast du dich für MedBase entschieden? Ich finde mega gut, ein gesundheitliches Zentrum zu haben mit also Physio, aber auch mit Ärzten und auch mit so einem also Labor. Und so ist es viel einfacher für mich, alles in einem Ort zu haben, als so 3 verschiedene Sachen immer zu suchen. Ich studiere jetzt an der Uni Freiburg. Ich bin im 2. Jahr, ich studiere biomedizinische Wissenschaft. Ich mache die 2 ersten Jahre so in Biomedizin und kann danach das 3. Jahr in Sportwissenschaft machen. Am Anfang habe ich immer also sehr sportlich trainiert natürlich, aber jetzt, dass ich mehr also wissenschaftlich auch gewisse Sachen lerne, kann ich das auch in meinem Training umbauen. Und es gibt Sachen, wo vielleicht wir haben es immer so gemacht, aber das sind Studien, die für Männer gemacht waren. Und jetzt haben wir andere Studien und wissen wir andere Sachen, die also anders sind für Frauen. Und das nutzen wir viel im Training. Und wir wissen ja, okay, das müssen wir ein bisschen also aufpassen und oder anpassen. Also momentan ist der Weg das Ziel immer noch, weil eben sie muss mehr Richtung Professionalisierung gehen. Aber natürlich, wir haben schon EM nächstes Jahr oder in 2 Jahren oder Olympiade im Kopf. Aber das sind mehr Visionen und wenn man wirklich vom Ziel spricht, ich denke, Gesamtumfang erhöhen und eben Qualität im Leben, mehr Erholungszeit schaffen, das sind unsere Hauptziele. Ich habe viele Ziele in der Leichtathletik, aber sie sind nicht so fest wie, ja, ich will eine Goldmedaille dort oder ich will diese Zeit laufen. Also ich will, ein großes Ziel ist einfach, Profi zu sein, also wirklich immer also alles auf das Training fokussieren zu können. Also ich glaube, vieles in der Leichtathletik ist schon jetzt gut, aber es gibt nicht so viele Trainer, die zum Beispiel mit dem Menstrualzyklus mit Frauen arbeiten und Trainingspläne machen. Und ich finde das wirklich schade. Das ist eine meiner Ziele, dass ich wirklich später etwas da ändern kann.